So, da bin ich wieder. Und ich habe den Speicherstand von vorhin laden müssen, da es wahrscheinlich wirklich ein Bug ist. Ich hätte nicht schlafen sollen, da ist die Tür wieder zugegangen. Und die Programmierer gehen wohl davon aus, dass man erst sich die Räume anguckt und dann schläft. Weil hier rechts ist ein Raum, wo ganz viele Schalter sind, mit denen man alle Türen wieder aufmachen kann. Was mir in dem Punkt dann aber nichts mehr geholfen hat, weil die Türen halt schon zu waren, auch zu dem Raum selbst. Also müssen wir jetzt alles nochmal machen. Nix, stehen bleiben. So, aber es hat vorhin ja gut geklappt, also schicken wir jetzt einfach immer wieder vor. Diesmal kann sie ruhig schneller hinlaufen, weil wir wissen ja, es sind keine Fallen da. Das heißt, sie trinkt wieder den Schnelligkeitstrank, schnappt sich den Helm, läuft weg. So. Trank und weg. Und weg, 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 weg. Ja. Wir sind ganz schön ernst. Es kommt daher, dass wir gerade einen Speicherstand neu laden mussten, alles neu spielen mussten, nur wegen dem doofen Bug. Deswegen gucken wir ernst, du komischer kleiner Nichtzwerg. So. Hoffentlich landen jetzt die Feuerbälle, ne Quatsch, die Todeswolken auch wieder gut. Ja, dem Schreien nach zu urteilen, sind sie gut gelandet. So, und währenddessen können wir ein bisschen das Inventar durchstöbern. Sieg hat immer noch keinen. Nö. So, das kannst du das lernen? Nö. Heiltränke hat er. Er hat auch Heiltränke. Er auch. Das da? Trank der Macht. ETB 0 plus 2, Schaden plus 4. Der ist super. Oh, Fallen finden und dann Schärfen plus 20%. Ich meine, der Rest ist natürlich wesentlich cooler für einen Kämpfer, aber wenn wir mal eine Falle finden, die wir wirklich unbedingt entschärfen müssen, sollten wir uns an den Trank da erinnern. Das ist Heldentrank. Der ist auch gut. Haben wir davon noch mehr? Ja. Dann haben wir gleich mehr Platz, wenn er denn so viel tragen könnte. So. Frostriesen, da ist Frostriese. Das ist der letzte Magietrank. Ja. Na gut. Sind die Wolken weg? Jupp. Aber anscheinend ist keiner von denen gestorben. Dann schieß mal auf. Welche war es? Die da, ne? Kritischer Fehlschlag. Super. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Da war die. So, jetzt machst Es du gibt so Eile. viele Orte, Und an wir denen stürmen ich wieder jetzt alle immer rein. wäre. So, wandelnde Kettensäge Meine Klinge nochmal. wird euch zurechtstutzen. Yep, so weit, so gut. Wo läufst du jetzt hin? So. Ah ja, wie ihr gerade sehen konntet, ich habe die Gewalt wieder eingeschaltet. Wo ich gerade beim Internet beim Durchgucken war nach einer Lösung für das Problem, habe ich eine Lösung für ein anderes Problem gefunden. So. Und eine Halsgeld. Das ist, glaube ich, die teure, ne? Tränen des irgendwas. 3000 Goldmünzen. Muhaha. Schön, schön. So, jetzt schlafen wir nicht, sondern wir speichern. Und schicken dann immer in den Raum, wo die Schalter sein sollen. Da, ganz viele Schalter. Dann ganz viele Fallen. Ja, aber schon mal eine verschlossene Tür. Keine Falle bis jetzt. Na gut. Die Tür ist offen. Die Tür auch. Gucken wir mal da lang. Es ist immer irritierend, wenn Gegenstände einfach so auf dem Boden liegen. Wir haben bestimmt eine Falle haben. Okay, die Gegenstände nicht, aber drumherum. Entschärft, entschärft. Okay, ihr könnt schon mal nachziehen. Schauen wir uns erstmal hier um. Ah ja, doch, ein paar Fallen sind hier. Du. Oh. Okay. Ich wollte gerade sagen, du willst nicht entschärft werden. Ja, eine Folterkammer. Aber niemand zum Befreien, nichts zum Anklicken.
Dann entschärfen wir aber weiter fröhlich. Oder auch nicht so fröhlich in so einem Raum. Und ihr und du, ihr könnt da schon mal rein. Und gucken, was jetzt auf dem Boden lag. Ein blutiger Kelch und ein Buch. Gucken wir uns erstmal das Buch an. Kostet meine Furcht. Blutgefüllter Kelch. Dunkles, ranziges Blut verbirgt sich in den Tiefen dieses Zinnkelchs. Der Rand ist schwarz und wo andere offensichtlich schon ihre Lippen ansetzten, verkrustet. Tief reingeritzt in den Kelch sind die Worte, kostet meine Furcht. Wir wollten eigentlich nicht wahnsinnig werden. Das darf man Düner hier behalten. Auch wenn ich jetzt schon wieder versucht bin zu schlafen, um das Ding zu identifizieren und den Helm auch. Aber wir werden erstmal eine ganze Weile nicht schlafen. Solange bis ich mir sicher bin, dass wir hier irgendwie wieder rauskommen. So. Weil was könnte jetzt passieren, wenn wir schlafen? Dann ging die Tür zu und die Tür zu. Das heißt, wir hätten keinen Zugang mehr zu den Schalthebeln. Ja. Dann wären wir hier drin gefangen. So, da ist eine Falle, die konnten wir aber nicht entschärfen. Dann rückt der Rest mal nach und wir bleiben einfach möglichst nah an der Wand. Das wird doch niemals was. Ich kenne auch meine Krieger. Ja, nee. Ah, okay. Was machst du da? Du musst auch dahin. Du gehst dahin und guckst nach Fallen. Statuen, aber die kann man nicht klicken. Ah, das wird wohl Dullax sein und einer von denen ist Furelebold oder wie der hieß und der andere ist Kiel. Aber keine Falle. Wo kommst du denn her? Islaine. Ach, du wirst wieder ein Doppelgänger sein. Dann lauft mal alle da rein. Und Islaine darf in die Falle laufen. Das wäre lustig. Phantomtor, Phantomtor. Kommst du uns hinterher? Ja, kommst du. Das ist ein Angriffszauber. Geht mal da in die Ecke. Nur für den Fall, das ist ein Blitzstrahl ist, der hier Ping-Pong spielt. Oh, es sind zwei. Was sagt ich über Ping-Pong? Ah, nein! Ja, gut, dass wir einen Quick-Save gemacht haben. Haben wir doch, oder? Ja. Also, da war jetzt ein Raum, den wir noch nicht entdeckt haben. Immerhin, geh mal vor. Wir müssen sich einfach in der Ecke versteckt haben und wir haben den Raum nicht gründlich genug angeguckt. So, eine Falle. Dahin. Noch eine Falle, noch eine Falle. So, und irgendwo hier oben waren die. Aber das ist komisch, wir waren mit Emulen doch schon recht weit oben, um die Fallen zu entschärfen. Na gut, alle mal dahin. Ja, das ist der ganze Raum. Hier ist niemand. Kommen die vielleicht rein, sobald man in den Raum reingeht? Das wäre auch komisch. Schau mal hinter die Bank da. Ja, hier ist nichts. Gut, dann bleiben wir einfach alle Krieger hier stehen. Und warten, dass da was auftaucht. Und Immun entfernt hier weiter die Fallen. Oder auch nicht. Das war die einzige, die nicht entschärft werden wollte. So. Und dich auch noch. Und dann sind wir da reingelaufen. Und plötzlich kam von hier oben was. Aha. Ja, die werden wirklich einfach nur rein teleportiert. So, Düner hier, du schmeißt mal wieder eine Eile. Und Immun läuft zurück zur Unterstützung. Oh, 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 oh. Alle hauen Girogan, das ist nicht gut. Und alle, auf den der nicht wegläuft. Nicht, dass da jetzt wieder ein Blitzstrahl oder Feuerball kommt. So weit, so gut. Ja, der ist schon mal tot. Und der auch. Ja, schön, schön.
Puh. Ja, aber das ist echt hinterhältig, dass sie einfach hinter einem gespawnt werden. Aber ja, der Turm soll ja auch schwierig sein. Aber Blitzpingpong ist einfach nur unfair. Ich könnte ja mit leben, wenn er nur einmal abspringen kann von der Wand, aber unendlich oft und jedes Mal den gleichen Wert an Schaden, das ist einfach nur unfair. So, also in dem Raum war Immun eben gerade schon mal drinnen. Wer fehlt? Ah, Chahira. So, war hier eine Falle? Also jetzt sind wir schon drin, ne? So, also die drei Statuen hatten wir uns angeguckt. Dann haben wir noch, genau, da ein Kelch. Da ist eine Falle drin. Und ein Teleportationsschlüsselstein wahrscheinlich. Und die Dinger leuchten jetzt. Den kriegt man Minsk. Und dann teleportieren wir uns einfach mal. Schwupps. Gut, wieder drei Statuen. Da ist wieder so ein Käfig. Viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. Ist da auch eine Falle dran? Nö, doch. Du weg da. Ja, noch einer. Na gut, der dann halt auch zum Minsk. Zwei. Ihr habt diese unvergessliche Glyphe, diese Schlüsselstein, schon irgendwo anders in diesem Turm gesehen. Ja, direkt daneben. Das sind nämlich zwei. Obwohl das Symbol... ist das auf dem Boden? Nee. Also mir ist das noch nirgendwo aufgefallen. Aber gut. Speichern wir nochmal ab. Und suchen weiter nach Fallen. Neues Buch. Keine Falle. Statue mit Tür. Wasser. Oh. Und Falle, wo das Buch liegt. Gucken wir erstmal das Buch an. Sucht kein Entkommen. Doch, tun wir. Wir würden hier gerne wieder rausgehen, wenn wir fertig sind. Wann auch immer der Turm in Anführungszeichen fertig ist. Unsere Aufgabe ist ja... Uff. Unsere Aufgabe ist sehr weit oben. Ich habe mich bereit erklärt, Ickes Schlüsselstein zu verwenden und ein paar der Räume tief unten in Dolaks Turm zu erkundigen. Er scheint mich für geeignet zu halten und ich stimme zu. Na gut. Wir sollen einfach nur ein paar Räume erkunden? Nee. Wir sollten doch eigentlich ein Familienerbstück holen, oder? Dum, 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 dum. Ein gewisser Icke organisiert Führung durch den Durlaks Turm. Der ist aber schon tot. Na gut. Also das weiter nach Fallen suchen. Ja, da ist schon mal eine. Heiltrank. Oh, na gut. Rest kann schon mal rein. So, keine Falle. Geht's da durch? Oh, so viel zu keine Falle. Noch ein Heiltrank. Noch eine Tür. Boah. Ist ja riesig hier unten. So, Tür geht auf. Ganz viele Skelette und ein Buch. Und eine Statue. Oh, Schlüsselstein. Ausgang, Schlüsselstein. Oh, oh. Oh, oh. Pause. Da ist ein Buch, das interessiert uns erstmal nicht. Und hier sind noch zwei Schüsseln. Okay, schnell die Schüsseln angucken, wenn was Wichtiges drin ist, mitnehmen und dann versuchen hier rauszukommen. Nichts Wichtiges. So, raus.
Auch wenn du langsam bist. Raus. Raus. Uff. Warum kriegst du immer noch Schaden? Raus da.